Solche Neutralisationsreaktionen kann man jetzt nutzen, um den Gehalt von Säuren oder Basen zu bestimmen. Und das Ganze verläuft nach dem Prinzip einer direkten Titration. Können wir uns also gerade aufschreiben? Wir haben einen Analyten, den nenne ich einfach X. Und der ist in einer Probelösung enthalten. Das heißt, wir schreiben auf Probelösung. Mit einer unbekannten Stoffmenge an Analyt. Und den lassen wir reagieren mit einem sogenannten Maßreagenz. Und zwar setzen wir diesen Maßreagenz in einer genau bekannten Stoffmenge dazu. Und die reagieren zu den Produkten, die in der Regel nicht weiter interessieren. Das muss nicht immer 1 zu 1 sein. Wir können also gerade als Koeffizienten hier n hinschreiben, hier meinetwegen m und hier z. So, was man halt jetzt macht, man tropft dieses Maßreagenz dazu mit einer Bürette typischerweise. Können wir uns vielleicht gerade hier aufmalen. Das ist ein Glasgefäß mit einem Auslaufhahn hier, wo man ganz genau das Volumen ablesen kann. Und in diese Bürette füllt man eben die Maßlösung. Die hat einen ganz genau bekannten Gehalt an Maßreagenz. Und tropfenweise kann man dann über den Hahn sozusagen diese Maßlösung laufen lassen in die Probelösung, die dann hier unten drin ist. Und das Maßreagenz, das wird halt eben dann tropfenweise zugesetzt, bis diese Reaktion hier gerade vollständig beendet ist und noch kein Überschuss an Maßreagenz zugesetzt wurde. Und dann haben wir den sogenannten Äquivalenzpunkt erreicht und wir wissen genau, welche Stoffmenge bis zu diesem Punkt zugesetzt wurde, weil ich ja den Gehalt kenne und ich kenne das Volumen, was ich zugegeben habe. Und deswegen kann man eben daraus die Stoffmenge in Mol berechnen. Und wenn man diese Stoffmenge in Mol hat, die man dazu getropft hat, dann kann man von der mit Hilfe der Koeffizientenverhältnisse schließen auf die Stoffmenge an Analyt, die vorgelegen hat. Also wir können hinschreiben, Berechnung von nx, also von der Stoffmenge an Analyt aus dem Koeffizientenverhältnis. Diesen Zahlen n und m kann man dann von der einen Stoffmenge auf die andere schließen. So, und eben das Maßreagenz wird eben mit dieser Bürette zugetropft und wir schreiben auf noch das Maßreagenz
wird als Maßlösung mit genau bekanntem Gehalt zugetropft. Bis die Reaktion gerade vollständig abgelaufen ist. So, und dieser Punkt, bei dem ich gerade so viel Maßreagenz zugesetzt habe, dass es die Reaktion beendet, vollständig abgelaufen ist, das ist der sogenannte Äquivalenzpunkt. Wichtiger Begriff, schreiben wir in Rot. Das heißt, bis der Äquivalenzpunkt erreicht wurde. Dass dieses Verfahren funktioniert, setzt natürlich einiges voraus. Und zwar, ich tropfe ja eben das Maßreagenz dazu. Und dieses Maßreagenz muss schlagartig und sofort mit dem X reagieren. Das darf also nicht zeitverzögert ablaufen, weil ich muss ja, wenn die Reaktion gerade vollständig abgelaufen ist, das zudrehen können, den Hahn. Und ich muss mich darauf verlassen können, dass eben das Maßreagenz dann auch in dem Augenblick vollständig mit dem X reagiert hat. Wenn die Reaktion einige Minuten dauern würde, wäre sie nicht geeignet für eine direkte Titration. So, das ist die eine Voraussetzung. Schreiben wir uns vielleicht gerade auf als Voraussetzung. Gibt es zwei Punkte. Der erste, das zugetropfte Maßreagenz. Reagiert sofort und vollständig mit X. Nur dann ist halt gewährleistet, dass eben diese Reaktion hier eben zeitgleich abläuft mit dem Zutropfen und jeder Tropfen, den ich zusetze an Maßreagenz, eben sofort auch tatsächlich mit dem X reagiert. Weil ich muss, wenn ich den Hahn zudrehe, natürlich mich darauf verlassen können, dass es vollständig umgesetzt wurde. So, da kommen wir nämlich auch zum zweiten Punkt. Ich muss irgendwie erkennen können, wann diese Reaktion vollständig abgelaufen ist. Und dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. Es kann zum Beispiel so sein, dass der erste Tropfen an Maßreagenz, den ich überschüssig zusetze, für den kein X mehr vorhanden ist, dass der mit einem Hilfsstoff zu einem Farbumschlag führt. Und dann weiß ich, ah ja, jetzt habe ich gerade den Äquivalenzpunkt erreicht. Oder ich kann mit Hilfe von Geräten, zum Beispiel einem pH-Meter oder einem Konduktometer, das erkennen, wann dieser Äquivalenzpunkt erreicht ist. Weil von sich alleine sieht man das nicht. Wenn man eine Säurelösung oder eine Baselösung oder sowas hat, das sagt einem ja niemand, dass die Reaktion gerade vollständig abgelaufen ist und ich die richtige Menge Maßlösung zugesetzt habe. Es muss irgendwie etwas geben. Da gibt es dann sehr viele verschiedene Möglichkeiten, aber es muss eine Möglichkeit geben, das zu erkennen.
Das heißt, wir schreiben auf als zweiten Punkt oder als zweite Voraussetzung. Es muss eine Möglichkeit geben, den Äquivalenzpunkt zu erkennen. Und da gibt es eben jetzt Unterpunkte. Sehr häufig hat man eben diesen Fall, dass der erste Tropfen, den ich an Maßreagenzüberschuss dazugebe, dass er mit einem Hilfsstoff reagiert und es zum Farbumschlag kommt. Also der erste Tropfenüberschuss an Maßlösung, für den kein X als Reaktionspartner vorliegt, führt mit einem Hilfsstoff zu einem Farbumschlag. Vielleicht können wir gerade noch mehr vorliegt ergänzen. Für den kein X als Reaktionspartner mehr vorliegt, führt mit einem Hilfsstoff zu einem Farbumschlag. Und das nennt man dann auch Farbindikator. Oder was man auch hat, Apparate, also meint oder Geräte, mit denen man den Äquivalenzpunkt bestimmen kann. pH-Meter oder Konduktometer sind die häufigsten. Also ich schreibe einfach mal auf apparative Bestimmung. Das RP steht immer für Äquivalenzpunkt und das sind in der Regel eben pH-Meter oder auch Konduktometer. Manchmal sind es auch Photometer, also es gibt da mehrere Möglichkeiten. So, schauen wir uns die erste Aufgabe an für eine solche Titration. Und zwar bei uns sind das jetzt alles Säure-Base-Titrationen, die wir behandeln. Das heißt, diese Reaktionen hier, die wir hier aufgeschrieben haben, das sind bei uns eben Protolysen. Es gibt auch viele andere Titrationsarten, Fällungstitrationen und so weiter, die Sie im Laufe Ihrer Ausbildung kennenlernen. Bei uns eben ist das hier festgelegt, dass es immer so ein Protonenübergang ist. Die erste Aufgabe auf dem Arbeitsblatt ist folgende. Bei der Titration von 40 ml Natronlauge wurden 19,2 ml Schwefelsäure-Maßlösung mit 0,5 mol pro Liter verbraucht. Welche Masse an NaOH enthielt die Natronlauge-Probe? Das sind also so eine typische Titrationsaufgabe. Und das Schema, mit dem man das ganz lösen kann, ist immer das gleiche im Prinzip. Das kann man also
fast, oder man kann das eigentlich ganz allgemein sagen, wie man das macht. Also Beispiel 1.1. Und zwar, als erstes stellt man die Reaktionsgleichung auf. Und das ist jetzt hier die Natronlauge und die Schwefelsäure. Ich schreibe also hier auf NaOH. Akku, das ist der Analyt. Und Schwefelsäure, das Maßreagenz. Die reagieren zu Natriumsulfat. Und in diesem Fall zu H2O. Natürlich muss man die jetzt noch einrichten. Das ist ja nicht immer 1:1. Gerade in diesem Beispiel, weil ja die Schwefelsäure eine zweiprotonige Säure ist, kann die beiden Protonen abgeben. Und ein Schwefelsäuremolekül kann sozusagen zwei Natriumhydroxidteilchen neutralisieren. Und dabei entstehen dann auch dann zwei Wassermoleküle. So, das ist also das allererste. Das zweite ist, dass sie eben bestimmen, welche Stoffmenge an Maßreagenz sie zugesetzt haben. Das können sie berechnen, weil das Volumen ja angegeben ist und der Gehalt ist bekannt. Und aus diesen beiden Größen können sie hier die Molzahl berechnen von der Schwefelsäure. Also Bestimmung. Der Stoffmenge NMR, die zugesetzt wurde, also bei uns ist das Maßreagenz H2SO4, das können Sie gleich selber berechnen. So, und wenn Sie das dann haben, die Molzahl an Schwefelsäure, dann können Sie halt eben über das Koeffizientenverhältnis auf die Stoffmenge an Natriumhydroxid schließen, die vorgelegen hat. Also schließen auf, mit dem Koeffizientenverhältnis auf die Stoffmenge von X. Allgemein auf die Stoffmenge des Analyten, und bei uns ist der Analyt NaOH. Lasse ich auch ein bisschen Platz, damit Sie das gleich selber berechnen. Ja, und dann, also das kann man allgemein sagen im Prinzip, das ist bei allen Titrationen identisch, diese drei Schritte. Und dann muss man auf die Aufgabenstellung achten. Bei uns zum Beispiel steht ja da, dass wir die Masse an, an Natriumhydroxid berechnen wollen, die in der Natronlauge vorlag. Und das, also bei uns müssen wir jetzt irgendwie noch in die, mit der molaren Masse in M umformen, aber da kann es dann auf Unterschiede geben in der Aufgabenstellung. Manchmal muss man den Massenanteil berechnen, manchmal ist nach der Stoffmengenkonzentration gefragt, der Probe. Das kann man also nicht mehr allgemein sagen, dieser vierte Schritt, das ist, ich schreibe jetzt einfach auf, viertens weitere Rechenschritte. Also hier ist es zum Beispiel MNaOH berechnen. Genau. Und Ihre Aufgabe ist jetzt halt eben die Stoffmenge zu berechnen. Sie wissen ja selber, wie das geht. Sie haben ja die Konzentration in Mol pro Liter gegeben. Also in 1000 Milliliter sind eben 0,5 Mol drin.
Sie setzen aber nicht 1000 Milliliter ein, sondern 19,2 Milliliter. Da können Sie also die Stoffmenge berechnen oder mit der Formel halt, ne, N ist gleich C mal V. Und dann aus dieser Molzahl, die Sie haben, schließen Sie halt mit dem Koeffizientenverhältnis auf die Stoffmenge NaOH. Und dann müssen Sie halt mit der molaren Masse weiterrechnen. Das machen Sie bitte alleine. Und die anderen Aufgaben, die sind, die Sie lösen können, sind auch dahinter drauf, jetzt 1, 2, 1, 3 und so weiter. Aber bitte aufgepasst, ich habe das Arbeitsblatt abgedatet. Das bekommen Sie unter www.laborberufe.de in der aktuellen Version. Und die Aufgabenstellung, die hat sich jetzt verändert. Das hier ist jetzt die neue Nummerierung. Und die 1,1 machen Sie ja gerade. Und nachher können Sie alleine die 1,2 noch machen. Die 1,3. Und die 1,4. Am Ende dieses Arbeitsblattes sind ja noch die Musterlösungen. Da können Sie auch gucken, ob Sie es richtig gerechnet haben. Ich werde nachher auf die Lösung von 1,1 präsentieren und ich werde nachher noch die Aufgabe 1.3 mit Ihnen kurz besprechen. Aber Ihre Aufgabe ist erstmal diese fünf Aufgaben, die 1,5 bitte auch, die zu lösen. Alleine.